Ich dachte, es wäre eine gute Idee, mit diesem Team hier durch die Höhle zu schreiten. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Red Chapter. In dem letzten Part sind wir in dieser Höhle stehen geblieben. Und in diesem Part werden wir gleich mal weitermachen und versuchen, die gelbe Flöte zu finden. Denn unser Gyarados ist gerade im Arsch. Und wir benötigen eben diese eine Flöte, um es wieder aufzuheilen. Was irgendwie absolut keinen Sinn macht, aber okay. Ich weiß nicht genau, was ich machen muss. Ich muss auf jeden Fall diese Flöte suchen und das werde ich dann gleich irgendwie tun. Das ist ein Item. Ich weiß aber nicht, wie ich da rankomme. Hier sind überall Strömungen. Ich weiß auch nicht genau, wie das funktionieren soll. Ich mache einfach mal irgendetwas. Okay, das klappt. Sehr gut. Wir finden das Item Ice Heal, also Eisheiler. Till we meet again. Okay. Wer ist we? Da ist ein Schild. Ein Schild ist nicht unbedingt we. Egal, unwichtig. So. Kann ich hier... Oh. Was? Wie jetzt? Was war anders? Das war blöd. Achso, man kann schon irgendwie nach unten gehen. Okay. So. Hat's das... Okay, das hat sogar was gebracht, Alter. Voll gut. Yellow Flute! Wow, geil. Boah, ich dachte gerade so, ey, du wirst ja voll lange verweilen, weil du einfach keinen Plan hast, wie das funktioniert. Aber anscheinend war es leichter als gedacht. Warte mal. Und hier kann ich dann so surfen. Aber ich glaube, das hier wäre vielleicht noch eine bessere Idee. Oder? Nee, nicht wirklich. Kommt eigentlich auf das Gleiche hinaus. Ja, egal. Wir haben jetzt die Flöte gefunden. Calm down, Gyarados. I better play the flute now. Oh no, it did not work. I'm dead. What the hell? Gyarados, you snapped out of it. Okay, come on, buddy. Let's get out of here. This water... They're so powerful, no wonder no Pokémon lives here. Okay, cooler Typ. Oh, ich glaube, das war Arctos, oder? Das war Lugia! Das war die Stimme von Lugia, auf jeden Fall. Die erkenne ich doch wieder, die Stimme. Hallo, du. Meowth! Ah, the enemy knows my name. Ah, I need to get out of here. You can't escape. Ah, schade, dass der Pike nicht da ist, weil der sollte die Stimme übernehmen. Dang it! I'm surrounded. Ahaha. James, let's do the motto. Prepare for trouble. Make it double. To protect the world from devastation. To unite all people within our nation. To denounce the evils of truth and love. To extend our reach to the stars above. Jesse, James, Team Rocket, blast off at the speed of light. Surrender now or off prepare to fight. Meowth, that's right. Ich kann gerade meine Stimme nicht wirklich verstellen, weil ich gerade... mit dem Aufnehmen begonnen habe und meine Stimme noch gar nicht warm ist, also ja, diese ganzen Stimmen, ich kann jetzt nicht wirklich so hoch gehen mit meiner Stimme oder irgendwie so tief gehen, deshalb ich halte mich einfach jetzt mal in diesem Rahmen hier. Das klingt richtig beschissen, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, so, ich glaube, Bisa ist nicht wirklich das passende Pokémon für diesen Kampf. Ich hätte allgemein mein Team aufwählen sollen, aber ich dachte, es wäre eine gute Idee, dies nicht zu tun. Was ich eventuell jetzt bereue. Und ich glaube, ich bereue, Arbok ausgewählt zu haben. Das war vielleicht beschissen, weil das andere ist gefährlicher. Eigentlich sind ja alle beide extrem gefährlich, aber keine Ahnung. So, ich mach mal einen Dönerblitz auf den hier. So, los geht's. Sehr gut, one hit. Ich hoffe, das hat was gebracht. Komm, komm, komm. Yes, sehr gut, nice. Ja, ich habe keine APs mehr. Das ist richtig beschissen. Okay, ich werde weiterhin Confuse Ray spammen, weil ich es kann. Und weil das eigentlich das Einzige ist, was ich irgendwie machen kann, weil Spuckball kann ich nicht einsetzen, da Mauzi ein Normal-Pokémon ist. Nightshade sollte dann auch nicht funktionieren. Aber Confuse Ray klappt, was irgendwie keinen Sinn macht. Egal, ich mache trotzdem Nightshade. Und hier mache ich Thunderbolts. Sehr gut. Und tot. Okay, die haben nicht mehr dieses Schlurp-Ding. Das ist sehr skurril. Oh, we lost. Remember our secret weapon, Meowth? Let's use it now. My Pokémon can't take much more of this. It's Articuno. I know, you useless feline. Hurry up after it. Hat es mich gerade gerettet? Irgendwie schon, oder? I guess I'll let Articuno escape. Well, that's okay. Every one of my Pokémon is safe and out of danger. I have to train harder. The journey is just getting started.
Okay. Wir haben jetzt die Verfolgung aufgegeben. Das ist sehr, sehr skurril. Du. I want to see a big Heracross. Ich frage mich, ob es... Also, ob man irgendwie was bekommt, wenn man dem Typen so ein Dings zeigt. So ein Scaraborn. Weil er hat gerade gesagt, ja, ich möchte gerne so einen großen Scaraborn sehen. Ich frage mich, ob man da was bekommen würde oder so. Ich weiß es nicht, meine lieben Freunde. Warte, gibt es hier was? Nee, ich dachte... Was? Oh! Fucking K! Gutes Spiel. Sehr gutes Spiel, Kinder. Kauft es euch. Mal schauen, wo ich jetzt hin muss. Ich habe eigentlich absolut gar keinen Plan. Okay, kann man nicht durch. Gutes Spiel. Es schneit gerade, das finde ich irgendwie voll cool. Warum fällt es mir erst jetzt auf? Ja, keine Ahnung, da wir nicht mehr auf der Insel sind und wir uns gerade irgendwie auf einer anderen Route begeben oder zu einer anderen Route begeben. Und da fällt es dann irgendwie mehr auf. Ich weiß nicht warum. Ist halt so, Kinder. Okay. Manuell surfen for the fucking win. Wer dachte, das wäre eine gute Idee? Irgend so ein Japser. Ne, nicht ein Japser. Diesmal kann ich die Schuld nicht auf die Japsen schieben. Das macht absolut keinen Sinn. So, ich werde Pikachu an der Front lassen und einfach mal hoffen, dass ich alle hier töten kann. Okay, der wollte nicht kämpfen. Das macht absolut gar keinen Sinn. Der möchte kämpfen, war so klar. I dedicated my life to water Pokémon. Ja, genau, der hat sich den Wasser-Pokémon verschrieben, was auch so behindert klingt. Wie kann man sich den Wasser-Pokémon verschreiben? Überhaupt, warum limitiert man sich auf einen Typen? Das ist so eine beschissene Regel, so ein beschissenes Konzept. Ich meine, man wird immer auf Trainer treffen, die so eine Variation, also die Variation aus Pokémon haben. Dann macht es keinen Sinn, wenn man nur einen einzigen Typen trainiert. Das ist so beschissen. Wer dachte, sowas wäre eine gute Idee? Die Japsen dachten sich sowas. Ich mach mal Thunder Wave auf dieses Ding hier. Alter, die Bäume sehen voll geil aus. Ich glaube, man hört dich nicht. So. Ich meinte, die Bäume sehen geil aus. Ich sehe zwar keine Bäume, aber okay. Ich glaube aber, ich weiß, was du meinst. So, einfach mal Shadow Ball casten. Oder spammen. Und hoffen, dass wir das ja gewinnen werden. Sehr gut, dieser Krieg ist unser. Alter, hieß der gerade Sparrow? Ich glaube schon. Die Bäume. Alter, ist das die Seeschauminsel? Was ist das? Yep, ich glaube, die Magmas machen hier wieder irgendetwas Komisches. Sie treiben wieder ihr Unwesen hier. Meine lieben Freunde, warte, gleich mal töten. Erfahrungspunkte sind immer gut. Keine Ahnung, ich feiere das irgendwie. Was genau? Ja, halt sowas zum Beispiel, dass es einfach brennt oder so. Einfach Hallo. Story-Elemente finde ich geil. Hallo! Ah, beschissen. Hätte ich dir auch schon sagen können. Ja, ich dachte es mir irgendwie, aber trotzdem, ich bin hartnäckig. Auch die Details so mit diesen Sternlos da, die da rumliegen. Auch wenn es keine Sternlos sind. Es sind Patricks. So gehäutete Sternlos, die haben da ihre Haut liegen. Es sind Patricks. Es sind alles Patricks. Here I am. I am finally at Cinnabar Islands. And it burns, bitch. Some kind of fire? I better take a look around. Ich glaube, es wäre nicht so klug, die Flammen anzusprechen. Überhaupt, wie kann man Flammen ansprechen? Das macht schon keinen Sinn. Hey, Team Rocket! Who's this kid? It sure isn't Blaine. He's seen us. That's enough. Eliminate him. Oh, dang it! My Pokémon is too weak right now. I never got the chance to heal them. Chance, okay. Ich glaube, da werden einige Leute angepisst sein, wenn ich Chance sage. Leave the boy alone. Aren't I the one you want? So, traitor, you decided to show yourself. Maybe this kid is a blessing in disguise. Come out, Rapidash. So that's a Pokémon that caused these fires. Are you done? Come out, Gengar. Nightshade. Ha ha ha. Why you little turd? For Christ's sake. Okay, das war sehr cool. You risk your life for mine. Guess so. My name is Blaine, and you? Bloody, but why are those guys after you? What did they mean by traitor? Well, you see, I was once a scientist for Team Rocket and so... What? Team Rocket? Come out, Blaine! We know you're in there! That's what she said. It seems our pursuits haven't let up quite yet.
We need to create a diversion. Bloody, can you find me a rock, bush and coconut? Okay. Zum Fick? Warum soll ich denn diese Sachen finden? Eine fucking Kokosnuss. This rock is too big. Maybe I can ship some part of it. Ich hab einen Stein. Yay. Steine sind gut, Kinder. Steine sind sehr gut. Dude. Team Rocket is here as well. I can't leave from here. Pi, man hört dich nicht. Das hier ist gerade so fucking unnötig. Erinnert mich ein bisschen an dieses Dragon Ball Spiel. Dieses, wie heißt denn das? Legendäre Superkämpfer. Da muss man auch immer so Sachen finden, die extrem auffällig waren. War auch irgendwie extrem unnötig, aber das war ja ein ganz anderes Spielkonzept. Das hat irgendwie auch ein bisschen mehr Sinn gemacht. Okay, this should be enough. Wait for me at the top. Now I'm standing on a rooftop. Zum Fick. Wo muss ich hin? Achso, ja. Yeah. Macht keinen Sinn. With these items, I'll create some friction, which then creates... You smell that? It's fire! I think they are going to make their attack. Hurry up, gather the rest of the group here. The plan worked. Come on, let's go. By the way, why couldn't you just use your fire Pokemon to create the fire? Prepare to attack. We don't have time. Let's go. Hä, das macht keinen Sinn. Okay, die Frage war eigentlich berechtigt. Warum hat er nicht einfach sein Feuer Pokemon benutzt, um das Feuer zu entfachen? We have to hurry before they catches us. They catches? Before they catch us. Catches klingt falsch. Fire! We can't just run, Blaine. We gotta fight back. These fires. Something is different about it. Zum Fick. Oh, that shape! It's a legendary bird Pokemon. Moltres. Hahaha, I'll make you regret you ever turned against us, Blaine. You remember the Moltres we captured on the Indigo Plateau? Relentless in its attack. Nothing can stop it until it's burned its prey to a crisp. Okay, klingt sehr einladend. Moltres! Lass gleich mal töten. Don't get too close. Moltres is relentless in its attack. It's incredible. Bloody, do you have a flying Pokemon with power that that rivals the legendary birds? No, I don't. It's too hard to fight a flying opponent, especially legendary birds. Well, get a fucking Lugia. Das war okay. What's this? You know, there's a time and a place for scientific curiosity. This is an ancient amber. That's a Pokemon fossil? This Poke paleontologist gave it to me. Bloody, listen to me. This Moltres is too powerful. If this goes on much longer, we're finished. Up ahead is my secret laboratory. What do I have to do? Just go there and you'll understand. Trust me. Here, take this key. Okay, komischer Typ. Ja, ich glaube, wir wissen alle, worauf das hinausgeht, ne? Wir sollen dieses Aerodactyl zum Leben erwachen, damit wir halt eine Chance haben gegen dieses beschissene Lavados. Ich denke, das wäre eine gute Idee, uns anzugreifen. Ist es aber nicht. Was will dieser Fettsack hier? Hallo. I left my daughter at home to hunt for magma. Okay. Du hast sogar recht, hier ist gerade Nebel. Geil, Prediction. Hier ist fucking Nebel. Der Nebel schwirrt umher. Macht das Sinn? Bisschen. Du. Somebody once told me the world is gonna roll me. Oh, okay. You ain't the sharpest tool in the shed, aren't you? Fuck yeah. Ich glaube, ich habe das nicht so verstanden, wie es gemeint war, aber okay. Ist aber unwichtig. Don't you kids have school? School? Please. What era are you from? What is school? Can I buy it? Can I sell it? Can I use it? Nah. Sounds not tasty. I don't like it. So, wir kaufen Tränke, weil das absolut keinen Sinn macht. Was? Die haben ja gar keine Auswahl hier. Das ist ja mager. Antidotes?
Naja, brauche ich nicht. Raus her. So. You. Hey Kid, you know some Pokémon have two types. Why is that guy laughing? Herp, herp, derp. I threw my game onto the wall and poured hot water all over it. This game is now broken. It must be the developer's fault. Derp, herp, herp. Okay, der hat anscheinend sein Spiel gegen die Wand geschmissen, was mir eigentlich auch schon sehr oft passiert ist. Alter, sind da ernsthaft 6-mal diese Spasten, Alter? 6-mal. Herp, derp, herp, derp. You are a derp or are you a derp? Or are you a herp, derp? Derp, herp. Die Entwickler dachten, es wäre eine gute Idee. Ja, die wollten uns trollen. I've just sent an email with a glitch. It's been 5 seconds. He hasn't replied me. I'm going to troll on his forum now. Derp, derp. We just love derping and herping around. It's cool. Ey, die mussten richtig krass Frust kompensieren, die Entwickler. Ja, yep, auf jeden Fall. Alter. Die dachten, es wäre eine gute Idee. Wer ist der Rechte da? Warte, lass den gleich mal anreden. What are you doing? Oh. I'm sending a hate mail to the creator of this game. He recently released beta 6 of the game, and I noticed it was kinda rushed. Yeah, I said it was rushed because his friend died. What the fuck? So what? People die all the time. It doesn't matter. If he decides to make a game, then at least do it right. He's lazy and inconsiderate to his fans. Ey, man kann so übertreiben, Alter. Die lassen gerade extrem Frust raus, ja. Die Entwickler. Die dachten. Das ist schon krass. Oh no! Oh, you found me again! Cinnabar Island Volcano has been dormant for years. Imagine it's erupting in, say, the next generation. Which is not that good. Ist das schon wieder Delia, Alter? Ja, die dachte, das wäre eine coole Idee, hier abzuspacken. Also wie immer. Die ist überall? Die ist überall gleichzeitig. Die Frau kann alles. Die ist die einzige Frau, die alles kann. Sie ist die Frau, die in Wahrheit gar nicht existiert. Genau, sie ist ein Mythos. Sie ist in der Fantasieabteilung eigentlich. Aber dann kann sie ja nicht der Champ sein. Ist auch nicht. Das ist nur ein Traum. Das ist alles nur ein Spiel. Krass, Alter. In einem Spiel. Krasser Staub. I get this uncontrollable urge to steal food. Okay. Krasser Staub. Wer was? Cinnabar Island is hot, just like the Orange Archipelago. Archipelago. Der steht richtig geil da. Der Typ ist geil, ich mag den. My mind is an enigma. What the fuck? Ist das das Labor, Alter? Der Typ dachte, das wäre eine coole Idee. All leader Blaine is missing. Okay. Überall Häuser, wo man nicht reingehen darf, Alter. Das ist voll skurril. Wo zum Fick führt das? Achso. Okay, wollte ich eigentlich noch nicht hin. Okay, dort müssen wir also hin. Das ist guter Stoff. Aber ich möchte zuerst noch die Gegend erforschen. Kid, I'm a scientist. I'm studying human temperature. So touch me here. Oh, nice try. Dieser Bastard. Er wollte, dass ich schon da anfasse. Du weißt schon. Dieser Bastard. Cinnabar Island looks so pretty at night. Ophiura, is it you? I'm here to observe Cinnabar Island volcano. I fear it might erupt. Oh, that would definitely suck. Okay. Fanfiction. Giovanni stared at Mary Sue in the eye. Mary Sue then said, "What you're doing is wrong." Giovanni nodded and said, "You are right. I shall disband Team Rocket just because of you, Mary Sue." What a stupid story. It's so peaceful here. We recently discovered a wild extinct Pokemon. The Pokemon name is Mew. It sounds pretty new to me. Oh my god, that's one ugly photo. That's what cool. We finally acquired an eyelash of Mew. That's still new to me. We were finally able to make a clone of this extinct Pokemon. We didn't have enough DNA and cell data to create a full clone of Mew. So I used my own. Oh, what kind of Pokemon is that? Oh, what is this? What the fuck? What was that? What the frick? Ich will nicht wissen, wie sich der Trainer gerade anfühlt, also was sich gerade denkt, so, ne? Ich glaube, im Manga war das ein bisschen dramatischer irgendwie. Ja, ich kann mir das auf jeden Fall vorstellen. Weil das hier war gerade das Unspektakulärste, was ich jemals erlebt habe. Hallo.
Ja, auf jeden Fall müssen wir uns jetzt zum Labor des bösen Wächters begeben und das sollte irgendwo hier sein. Hallo. Da kann man den Key benutzen. Keyblade. Ich glaube aber, es wäre auch eine gute Idee, den Part gleich mal zu beenden, weil das eine sehr gute Idee wäre. Hallo. What is this place? What does Blaine want me to do? I guess I should just start looking for clues. Das werden wir tun. Aber erst im nächsten Part. Leute, wenn es gefallen hat, könnt ihr mich und dies Let's Play mit einem Daumen nach oben unterstützen. Bis zum nächsten Part. Haut da rein. Euer Bladius.